Ich grüße meine Landsleute in Oberösterreich. Wir sind jetzt in Ashaiman, Don Bosco Trainingscenter in Ghana. Sie sehen hier die zwei Autos von der neuen Fahrschule, die wir jetzt angefangen haben. Diese Fahrschule wird unterstützt von der oberösterreichischen Landesregierung, von MIVA und Jugend, eine Welt in Oberösterreich. So, wir sind hier, Sie sehen, im Hintergrund unsere Autowerkstatt, wo unsere Mechaniker ausgebildet werden, und auch zugleich an diesem Platz wird auch unsere Fahrschule sein. Der Grund, warum wir eine Fahrschule machen, hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, junge Leute auch als gute Fahrer auszubilden, nicht nur Automechaniker, sondern sie können auch zugleich Berufsfahrer werden. Das heißt, sie haben zwei Berufsmöglichkeiten, mehr Chancen im Leben. Zweitens der Beitrag für die Straßensicherheit. Und natürlich auch der dritte Beitrag ist, dass unsere Berufsschule auch ein Einkommen hat. Wir werden ja nicht unterstützt von öffentlicher Hand, sondern wir sind angewiesen von der Hilfe von Ausland, wie zum Beispiel vom Land Oberösterreich und MIVA. An dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken an die Spenden, denn mit dieser Fahrschule haben wir wieder einen weiteren Zweig in unserer Berufsschule. Wir unterrichten ja nicht nur die Automechaniker, wir unterrichten auch Elektronik, Elektroinstallation, Computer und Berufsausbildung. Aber mit dieser Fahrschule haben wir mehr Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, auch in die Ausbildung junger Menschen, Berufsmöglichkeiten mehr zu schaffen, Einkommen mehr zu schaffen. Und mit diesem Projekt versprechen wir uns vieles, auch für die Zukunft, für die Hilfe der jungen Menschen hier vor Ort in Ashaiman. Man darf nicht vergessen, Ashaiman ist eine Stadt außerhalb der Hauptstadt Accra mit großen Slums, wenig Jobmöglichkeiten, wenig Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Unsere Schule ist wirklich hier am besten Platz, junge Menschen hier auszubilden. Denn die Ausbildung ist der beste Weg, jungen Menschen in Afrika zu helfen. Und darum möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken bei meinen oberösterreichischen Landsleuten, speziell der oberösterreichischen Landesregierung und MIVA. Danke vielmals.